Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal darüber, ist Trauma, eine Traumadiagnose, eigentlich zu einer Modeerscheinung geworden? Was ist wirklich ein Trauma? Und wie definiert sich das? Wie behandelt sich das? Das darf ich heute mit der leitenden Ärztin des Biomed Center Sonnenberg in Schwelbronn anschauen. Das ist Alexandra Kotthaus. Sie ist Allgemeinärztin, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin Psychotherapie, Psychiatrie. Und von ihr bekommen wir sicher ganz umfassende Antworten. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Alexandra. Hallo, Silvia. Ich freue mich immer auf die Sendungen mit dir. Und zwischendurch sprechen wir so viel, dass die Regie uns schon gestoppt hat, gell? Es ist so spannend und ich finde es wirklich toll, wie umfassend und eben wie auf allen Ebenen du diese Dinge anschaust. Und ja, wir haben im Vorfeld schon gesprochen, Modediagnose, Trauma, ich habe auch das andere erlebt, aber starten wir mal, wie du das siehst. Ja, ich erlebe so Verschiedenes, wie du ja eigentlich auch. Du hast ja auch einen psychiatrischen Hintergrund. Und wenn man diesen psychiatrischen Hintergrund hat, dann hat Trauma eigentlich eine sehr fest umschriebene Definition. Man unterteilt ganz grob in Man-Made-Trauma und in Non-Man-Made-Trauma, also sowas wie Katastrophen oder Traumatisierungen, die einem durch andere Menschen zugefügt worden sind. Wobei das in der Psychiatrie eher relativ das Dinge damit gemeint sind, wovon man ausgeht, dass die meisten Menschen dadurch traumatisiert werden würden. Also Misshandlung, Missbrauch, Folter, schon gravierendere Sachen. Und das ist eben, es ist halt nun mal so, ich bin eben auch Psychiater und habe diesen Background und diese gewisse Prägung. Und da wird einem schon ein bisschen beigebracht, diesen Traumabegriff nicht auf alles Mögliche auszudehnen. Und im Moment ist so, wenn man so sagt, Modediagnose, Trauma, also sind wir alle traumatisiert. Sehe ich momentan Tendenzen, wo ich das Gefühl habe, so, okay, von diesen ganz krassen, harten Definition gehen wir jetzt in dieses andere Ende und die ganze Welt ist traumatisiert. Also das kann ich mich auch nicht so mit anfreunden. Ich denke, irgendwo liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte, so dass es sicherlich Menschen gibt, die das Bild einer Traumatisierung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung, eine Menge PTSD wird auch hier, höre ich es immer auch im deutschsprachigen Raum, höre ich das Wort PTSD auch immer häufiger. Also dann ist englische Variante Post-Traumatic Stress Disorder. Diese Symptome zeigen, aber eben nicht ein Trauma nach den Diagnosekriterien hatten. Ja. Ja. Aber trotzdem würde ich da dann sagen, die sind schon traumatisiert. Dann gibt es aber auch Mischform vielleicht. Es gibt auch Menschen, die haben keine Erinnerung daran, dass sie mal traumatisiert worden sind, was eben auch ein Schutzmechanismus ist. Aber was wir eigentlich alle haben, wir haben alle mehr oder weniger große und kleine Verletzungen in uns. Ne? Ja. Wir haben alle ein gewisses Gepäck im Rucksack. Und da bin ich manchmal nicht so richtig, dass ich da bereit bin, innerlich zu sagen, ja, das sind alles Traumatisierungen. Ja. Ja, da gehe ich mit dir komplett einig in diesem Punkt, weil eben, ich glaube, man muss genau hinschauen. Aber ich habe eben auch oft die Kehrseite erlebt. Und das war vielleicht jetzt auch, hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Aber weil das Thema Trauma oder auch Traumabehandlung in vielen Kliniken eigentlich, gab es zum Beispiel keine Traumatherapiestation. Es war irgendwie dieses Bewusstsein war nicht so da. Und ich habe ja dann auch die Ausbildung von Peter Levine gemacht, aber ist man vielleicht ein bisschen aufmerksamer. Und ich habe dann einfach immer festgestellt, dass oftmals für mich wirklich die Kriterien einer Traumatisierung erfüllt waren. Und obendrauf gab es ein psychiatrisches Symptom. Und weil man eben auch diese Station nicht hatte oder was auch immer, hat man dann einfach das Symptom obendrauf bearbeitet. Mhm. Oder eben auch Menschen, die wirklich so sagen, es kann ja wirklich auch sehr diffuse Erscheinungen geben.
die vielleicht nicht so benennbar sind. Und wenn man dann wirklich genauer hinschaut, sieht man, es ist eine Traumatisierung eben auch im klinischen Sinn dahinter. Und dass man, dass die, vielleicht die Menschen oft zu früh, zu schnell abgespeist werden. Das ist auch die andere Seite, oder? Finde ich. Ja. Und das ist mir zum Beispiel eine Herzensangelegenheit, dass man dann diese Menschen auch ernst nimmt, oder? Weil die haben dann oft von sich selbst die Wahrnehmung, mit mir stimmt etwas nicht, es ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn man dann erklären kann, was passiert im System, wenn man traumatisiert ist, dann ist das oftmals einfach eine große Entlastung auch. Ja, da kommen jetzt auch für mich viele Punkte zusammen. vielleicht fange ich anders an. Es gibt, also manchmal ist es eine Erleichterung, zu sagen, ach so, das kann dahinter stecken, ich habe eine Diagnose. Auf der anderen Seite muss das auch nicht zwingend sein, wenn man es eben mit Respekt behandelt. Ne? Mhm. Nicht, also das da ist was und das anerkennt und das vielleicht auch nicht runterputzt oder sagt so, psychosomatisch wird, ist so ein Begriff, der so, ach, wenn man nicht weiß, was ist, ne, ist es psychosomatisch und ist auch so ein undefinierter, vielleicht mittlerweile sogar abwertender Stempel, ja, schwingt so die man etwas da mit, hat, ja. Ne, und wo sicherlich das Gegenüber nicht richtig mit erkannt ist. Ich habe, finde ich, eigentlich sehr, 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 sehr wenige Patienten, die in meinem Begriff psychosomatische Leiden haben. Das Gros der Patienten ist physischer krank, als man denkt, auch wenn sie scheinbar mentale Symptome haben. Und viele Menschen mit wirklicher, sagen wir mal, posttraumatischer Belastungsstörung haben mehrere Baustellen, auch körperliche Baustellen. Mhm. Und auch denen macht man eine Psychotherapie, wobei ich den Begriff jetzt am liebsten direkt differenzieren würde, weil so eine reine Gesprächstherapie da in der Regel nicht sehr effektiv ist. Aber denen macht man, sag mal, wenn man da an den mentalen Rucksack dran geht, auch die Arbeit leichter, wenn sie auf einen funktionsfähigen Körper, Schrägstrich Gehirn zurückgreifen können. Und ich habe auch schon erlebt, dass Menschen, wo man den Körper richtig behandelt hat, sozusagen keine Psychotherapie mehr brauchen, weil sie dann wieder auf die Werkzeuge, die sie vielleicht sogar schon gelernt haben, zurückgreifen können. Und auf der anderen Seite muss man ja nicht sagen, oh, das könnte ein Trauma sein, was du da hast, sondern es gibt mittlerweile, es hat sich doch wirklich was getan, finde ich, ne, an therapeutischen Möglichkeiten. Mhm, absolut, ja. Ganz, ganz sicher. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu bearbeiten und auch nachhaltig zu lösen. Mir ist mal gesagt worden, wie sieht denn Traumatherapie aus? Die 5 Säulen der Traumatherapie. Stabilisieren, 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 eventuell vorsichtig konfrontieren, stabilisieren. Und meistens kommt man nicht wirklich vorwärts. Man hält jemanden irgendwo in so einer Schwebeposition, nicht ganz schlecht, aber auch nicht richtig gut. Und da muss man sagen, gibt es mittlerweile schon Möglichkeiten, dass man das auch nachhaltig lösen kann, ohne jemanden zu retraumatisieren, was manche Methoden auch beinhalten. Ne? Ich denke, ich habe jetzt nicht die Ausbildung nach dem Peter Levine, aber du hast die. Und davon höre ich natürlich auch immer wieder. Und ich denke, das ist eine interessante Methode, aber es gibt auch mittlerweile noch weitere interessante Methoden. Aber man muss auch von dieser Idee weg, ich muss den Auslöser kennen oder ich muss das Trauma kennen, um es zu heilen. Also diese Logik stimmt eben auch nicht. Ja. Das ist was, diese Methode ist eine Methode, die ich mit jemandem, der, sag mal, durchschnittlich psychisch gesund ist, in der Regel gut anwenden kann, um den seelischen Rucksack aufzuräumen. Ne, da gibt es Übungen und man das in Trance macht oder in einer geführten Rückführung, dass man mal sagt, okay, ne, was könnte dahinter gesteckt haben, was war die auslösende Situation, die Situation richtig dreht, die Anteile, die da Versorgung brauchen, versorgen. Und man kann ja das mit sozusagen ins Hier und Jetzt transferieren. Das ist eine Methode, die kann für viele Menschen nachhaltig wirken, aber eben nicht für alle. Und das kann für jemanden, der jetzt sehr traumatisiert ist, gar nicht so leicht und möglich sein.
Ja. Ja. Ja, also das, was du da sagst, das spricht mir wirklich aus dem Herzen, weil ich habe das auch noch erlebt, dass man wirklich immer so eigentlich katharsisch fast ein bisschen gearbeitet hat oder nochmals in die Geschichte rein. Und die Geschichte, die ist ja gar nicht so, sagen wir mal, relevant, oder? Und ist ja dann wieder zu viel, zu schnell und zu überwältigen. Ja. Und wir haben ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass ja eben die Seele oder die Zellen oder diese, das ist zeitlos, oder? Und wir können heute mit dem einfach arbeiten, was sich bei uns zeigt, aber eben immer ganz titriert, also ganz sanft. Genau, oder? Also für gewisse Dinge stimmt der Satz, die Zeit heilt alle Wunden eben nicht. Ja. Ja, für die Seele gibt es keine Zeit, für die gibt es ein Schreckerlebnis, ja. Und wenn gewisse Trigger einer äußeren Situation da sind, dann wird das, was wir früher gelernt haben, eben wieder aktiviert. Ja. Wir sind zu 99% Affen und haben durch Nachahmung gelernt. Und das, was wir früh gelernt haben, das sitzt tief drin. Da können wir drauf zurückgreifen, auch in stressigen Situationen. Das heißt, auch jemand, der nicht traumatisiert ist und ist gerade in einer massiven Stresssituation, der wird sich grundsätzlich etwas archaischer verhalten oder auf frühere Entwicklungsstufen zurückfallen, weil unter Stress unser Gehirn immer schlechter funktioniert. Und zum Beispiel ein Feuerwehrmann, der im Einsatz gut funktionieren soll, da weiß man, die können in dem Moment des Einsatzes nur auf einen Bruchteil des Wissens zurückgreifen, was sie in den Übungen gelernt haben. Das heißt, die müssen üben, 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 üben für einen richtigen Einsatz. Und so ein bisschen ist es bei uns so auch. Ne? Wir haben Notprogramme, die dann zum Schluss greifen. Mhm. Und das ist eigentlich gut so, weil es unser Überleben sichert. Ja. Ne? Aber kann natürlich mal im Erwachsenenleben auch mal sehr störend sein. Ja, überhaupt im Zwischenmenschlichen. Ja, wir haben, aber das ist was, da gibt es einfach ganz krasse Ausprägungsformen. Ja. Ne? Das ist dann für vielleicht jeden offensichtlich, aber wir haben das auch oft in ganz kleinen, alltäglichen Situationen. Ne? Oder so. Eigentlich, wenn so bei jemandem der Trotz rauskommt, könnte man sagen, wahrscheinlich ein reaktiviertes altes Gefühl. Absolut, ja. Und wie siehst du das denn, wenn man sagt, dass fast alles eigentlich auch eine Bindungsgeschichte ist? Also, oh. Weil, es ist jetzt einige Jahre her, dass ich aktiv in der Psychiatrie war. Und da ist natürlich ein Thema gewesen, die Bindungstheorien. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, bin ich dann mal drüber gestoßen, ach, die seien ja widerlegt. Und jetzt habe ich wieder jemanden auf einer psychiatrischen Fortbildung, psychotherapeutischen Fortbildung mit einem Bindungstheoriebuch gesehen und denke so, oder auch mal auf solchen Kongressen, ne, dann hat man einmal so ein junges Mädchen eine Studie über Mütter kurz nach der Geburt, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, gemacht. Ich denke, krieg du doch erstmal ein Kind. Um die Sache komplett zu verstehen. Aber die hatte bestimmt ein 1er Abitur, weil sie war in dem Alter ja schon studierte Psychologin und da muss man ja zur Not auf eine lange Zeit auf einen Studienplatz warten. Aber die Lebenserfahrung fehlte da einfach. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt mit dem Nebenschauplatz. Ja, eben die Bindungstheorie. Die Bindungstheorie. Ja, gerade ein bisschen die Haare. Und ich bin halt jetzt jemand, der selbst, das soll jetzt nicht böse klingen, ich sag mal normal intelligent ist und hat jetzt aber ein hochintelligentes oder ein hochsensitives Kind da, dann wird das falsch interpretiert. Es gibt ja das, was ich dann von früher kenne, dieses Beispiel war, ein Kind im Kindergartenalter, das wird jetzt abgegeben und wenn es sich nicht nach der Mutter umdreht, die Mutter kann einfach rausgehen, dann ist es bindungsgestört. Okay. So ungefähr. Und ich denke so, nee, da hat man gewisse Aspekte nicht berücksichtigt. Es Absolut, gibt eben Kinder, die müssen sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass die Mama anwesend ist oder jetzt rausgeht oder für sie da ist. Also das ist einfach zu eindimensional oder zu materiell gedacht. Da fehlen einfach Ebenen. Aber was ich jetzt persönlich wiederum sehe, dass Bindung oder Beziehungen heilend wirken können, oder? Nachher auch für Menschen, die jetzt, egal ob sie jetzt traumatisiert sind, in einer instabilen Situation sind, oder? Ja.
Aber das muss nicht zwingend damit zu tun haben, dass alles eine Bindungsgeschichte ist, oder? Ja, also grundsätzlich sind wir ja als soziale Wesen angelegt, ne, Affen. Wir sind, wir haben große Ähnlichkeit zu Affen. Affen sind Rudeltiere. Und es gibt, und auch wenn das im früheren Lebensalter vielleicht nicht alles ganz rund gelaufen ist, wir haben ja auch Sicherheitsnetze, auch seelisch in unserem Körper. Und ein kinderpsychiatrischer Chefarzt hat mal gesagt, man darf ein Mismatch als Eltern von 60 zu 40 haben. Okay. Damit das Kind hinterher so als gesunder Erwachsener gilt. Also man muss nur 60% gut machen und man darf auch 40% daneben liegen oder mal Sachen nicht gut machen. Also man muss nicht perfekt sein, damit ein gutes Kind rauskommt. Das ist aber eine große Entlastung. Schön, oder? Ja, weil im Nachhinein denkt man sowieso immer, wenn ich das heute gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte man. Dafür kriegt man ja Enkelkinder. Ja. Okay. Ja. Genau. Und ja, wo war ich jetzt wieder? Ja, ich habe dich abgelenkt. Ja, wir waren da dass wir soziale Wesen sind. Dass wir soziale Wesen auch sind. Heim, genau. Und das heißt halt, es gibt einfach Menschen, die können Therapie, die brauchen Gegenüber für die Therapie. Mhm. Das kann man nachholen, also reparenten auf Neudeutsch. Es gibt Menschen, die haben vielleicht erst später im Leben was erlebt oder die machen das einfach freiwillig, um in ihrem Rucksack aufzuräumen. Da sehe ich schon Unterschiede, ne? Dass so jemand dann vielleicht mit ein bisschen Übungen vielleicht einmal durch seine Knackpunkte durchkommt und wenig Unterstützung braucht. Oder kann man mal während einer Übung, sag mal, ich habe jetzt eine neue Technik gelernt und Brainspotting heißt die und bin da ganz im Moment ganz angetan von. Und dann gibt es eben Menschen, die laufen da so durch, weil die haben eventuell schon auch viel Arbeit gemacht und kennen sich ganz gut und das ist genial. Nur es gibt Menschen, die brauchen einfach viel mehr das Gegenüber oder das Hilfs-Ich des Therapeuten, ne? Weil sonst auch schwierig wird. Ich kann mich eigentlich nicht erfahren und lernen, wenn ich nur für mich alleine bin. Ich brauche eigentlich ein Gegenüber. Aber wie viel Gegenüber oder wie viel Hilfs ich jetzt jemand brauche, das ist unterschiedlich. Und das hat bestimmt schon auch damit zu tun, wie die ersten drei Lebensjahre gelaufen sind oder auch die Schwangerschaft. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil eigentlich ist ja der Titel Modediagnose Trauma. Und hast du das gewählt, weil du findest, dass Menschen zu oft sich dahinter verstecken oder falsch diagnostiziert werden oder dass es zu häufig oder dass zu vieles da reingepackt wird oder was war? Ja. Ja. Dass vielleicht der Begriff manchmal zu schnell benutzt wird. Mhm. Dass ich ein bisschen mehr Achtsamkeit mit dem Begriff mir wünschen würde. Also auf den Fortbildungen, die ich zuletzt besucht habe, wurde der Begriff gar nicht mehr benutzt. Ah. Und das waren ausgesprochen gute und nachhaltige Methoden, Veränderungen im Leben oder bei Krankheiten hervorzuholen. Ja, das fand ich auch nochmal ganz speziell und gut. Ja. Eigentlich. Und ja, und ich sehe aber aus mehreren Richtungen, dass ich denke, wenn man das zu unvorsichtig gebraucht und jemand dann damit vielleicht auch alleine lässt oder sagt oder das nicht richtig begleitet, dann denke ich, ist eigentlich nicht so schön, mit diesem Begriff so salopp oder lapidar umzugehen. Mhm. Ne? Weil wir haben alle ein gewisses Gepäck im Rucksack und wir unterliegen eigentlich alle den gleichen Mechanismen, wie wir ticken. Und das ist mir ein Teil in mir, mag das nicht, dann zu sagen, das ist alles ein Trauma und ich muss jetzt um eine Traumatherapie mich kümmern. Aber eigentlich meinen die was ganz anderes, als was wir beide vielleicht jetzt unter einer Traumatherapie verstehen würden. Mhm. Ja, okay, also ich verstehe das unter diesem Gesichtspunkt, aber eben auch, ich glaube, letztlich geht es wahrscheinlich ums Ernstnehmen der Menschen. Weil eben, was ich anfangs auch gesagt habe, dass Menschen wirklich meiner Meinung nach auch aus, sagen wir, den klinischen Kriterien entsprechend eine Traumatisierung haben und vielleicht ein bisschen diffuse Symptome und dann nicht so ernst genommen werden. Da kann es eben hilfreich sein, aber ich glaube auch,
ist ganz ein interessanter Ansatz, dass man es ja nicht immer in die Schublade stecken muss, sondern einfach den Menschen ernst nehmen und dort abholen. Ich glaube, das andere ist ja auch, dass oftmals einfach so, sagen wir, dysfunktionale Glaubenssätze oder Wiederholungen, die wir im Leben haben, die wir alle immer wieder bekämpfen, meine ich, anschauen dürfen, oder? Ja, aber das sind ja auch, ne, das, was uns da die Steine in den Weg legt, sind aber auch die natürlichsten Mechanismen, die uns auf der anderen Seite das Überleben gesichert haben. Ne? Dieses, sonst hätten wir hier und jeden Tag grüßt das Murmeltier. Ja. Das sind die gleichen Mechanismen, warum, ne, wir lernen was, können das ad acta legen, wie Autofahren, und irgendwann kommt es automatisch und wir brauchen weniger Konzentration dafür und die Kapazität für was anderes frei. Ja. Und das haben wir natürlich nicht nur mit Autofahren, sondern das können wir eben auch mit dysfunktionalen Gewohnheiten haben. Ja. Und, aber das Prinzip, was dahinter steckt, ist das Gleiche. Nur, dass eben manchmal das Negative prägnanter ist und tiefer geht und tiefer hängen bleibt als die guten Gewohnheiten. Die müssen wir viel aktiver pflegen und begärtnern. Ja, ich sage immer, diese alten Strukturen, die sind wirklich wie die Autobahnen, und das andere muss man erstmal wie so ein Pfad durch den Dschungel schlagen. Ja, das finde ich sehr spannend. Und wenn jemand jetzt zu dir kommt und eben vielleicht unter dem Titel Traumatisierung oder was auch immer, also sagen wir mal psychiatrische Erkrankungen, und das haben wir in der letzten Sendung, hast du das schon angesprochen, dass eben auch oft das Somatische so viel mehr Einfluss hat, als dass wir denken. Schaust du denn einfach mal ganz verschiedene Parameter auch zuerst an? Oder wie gehst du da vor? Ich höre dem Patienten zu und kriege da eigentlich eine Menge Informationen. Ja. Manche Patienten haben selber schon eine gute Idee, woran es liegen könnte. Es gibt typischere Störfelder oder typischere Sachen, die ich dann auf der körperlichen Ebene betrachte. Nicht zuletzt auch das Genick. Und ich muss immer an Rudolf Steiner denken. Die psychiatrischen Erkrankungen sind manchmal viel weniger seelisch als die somatischen Erkrankungen. Das ist ein ganz spannender Ansatz. Das hat der schon eigentlich gesagt. Also um das mal so zu sagen, der Bluthochdruck ist psychosomatischer als die Depression. So grob. Aber das Wort Depression ist auch kein Wort, was man noch genau definieren kann. Ne? Wir haben so ein Wischiwaschi, auch in dem Bereich, weil es überlagert sich dann mit Müdigkeit und wo vielleicht jetzt in unserer Bioszene vielleicht auch Mitochondrienproblem zu sagen würden oder verschiedene Mikronährstoffdefizite und das auch eigentlich beim Burnout. Und dann gibt es eine ganze Weile, gab es dann psychiatrische Kollegen, die haben sich ein bisschen gesträubt, ein Burnout und eine Depression gleichzusetzen. Also ich meine, von dem Diagnosecode her hat man nicht viel Auswahl, aber eigentlich kann man sagen, eine Depression ist eine Spektrumstörung, wie viele andere Erkrankungen auch. Aber wenn ich doch weiß, dass es Studien gibt, die sagen, hey, mit 3x20 Minuten Ausdauersport pro Woche habe ich mindestens einen gleichwertigen Effekt wie von einem Antidepressivum. Wenn ich das 3 Monate mache und wenn ich das Einjahresoutcome danach angucke, schneidet die Sportgruppe besser ab als die Antidepressiva-Gruppe. Und es gibt auch eine schöne Studie zum Essen. dass man einfach sagt, hey, man hat die gesund ernährt, man hat einer Kontrollgruppe die gleiche Art soziale Aufmerksamkeit geschenkt und die Essgruppe ist aus der Depression rausgekommen, ohne Antidepressivum, also liest doch irgendwo auch, ne? Und die soziale Zuwendung hat man eben rausgerechnet, und das heißt, es muss doch irgendwas auch auf der physischen Ebene sein. Also ich bin nicht abgeneigt. Also ich meine, Seele und Körper oder Körper, Geist und Seele, wie auch immer wir diese Sachen oder die nicht physischen Sachen ausdrücken wollen, die gehören schon zusammen. Aber ich würde das so beschreiben, bei dem einen Menschen ist das Körperliche dominanter. Da kriege ich halt den Fuß in die Tür, wenn ich den Körper erstmal in Ordnung bringe. Und in dem Zustand, wie die meisten Körper sind, habe ich
fange ich damit eigentlich immer an, meistens so. Und es gibt Menschen, da ist der seelische Anteil dominanter. Und da meine ich jetzt aber nicht nur traumatisierte oder psychiatrische Erkrankungen. Ne? Es gibt einfach Menschen, da ist die Seele dominant gegenüber dem Körper, auch was die Entstehung von Krankheiten angeht. Und manchmal ist es umgedreht. Also nicht, das ist nicht gleich bei jedem Menschen, ja. Was jetzt den schwereren Einfluss hat. Und dann gibt es eben Menschen, da mache ich erst den Körper so gut wie geht und gucke dann, ob, wenn es sich bewegt und denke so, also ist jetzt so ziemlich an alles gedacht, ja, vielleicht muss man dann doch mal mehr die seelische Seite wieder berücksichtigen. Manchmal gibt es aber Patienten, da ist die seelische Seite am Anfang schon so dominant und mit dem Vordergrund, dann braucht die halt erst ihre Zuwendung. Und manchmal kann ich auch beides gleichzeitig bearbeiten. Wir haben ja auch stationär, also wie wir nennen das, stationäre Patienten, wir sind ja keine Klinik im engeren Sinne, sondern eine Tagesklinik. Und wenn dann Patienten einfach von weiter herkommen und hier sind 2 oder manchmal 3 Wochen da, also 3 Wochen ist eigentlich ein sehr schöner Zeitraum, weil man dann eine sehr gute Beziehung zum Patienten aufbauen kann und sehr viel bewegen kann. Und da habe ich einfach die Möglichkeit, also jetzt nicht nur ich selbst, wir haben auch noch weitere Body-Mind-Therapeuten da, dass wir da somatisch und seelisch wirklich an einem Strick ziehen können und alles gleichzeitig bearbeiten können. Ja? Dann kommen die zu unserer Carol, die dann Akupressur macht, wo wir Patienten haben, die sich da endlich mal ein bisschen entspannen können. Und dann greift dann wieder die nächste Therapie effektiver, weil der Sympathikus nicht immer dagegen schießt. Und das ist eigentlich, was mir Spaß macht, ja. So, da dran zu gehen. Aber es ist eben individuell. Ja. Bei einem liegt das und bei dem anderen liegt das andere schwerer. Und manchmal muss man aber auch erst, ich habe auch Patienten, da kann ich nach einer, also das habe ich ja dann auch irgendwann gelernt in der Psychiatrie, dass ich nicht mit der Tür ins Haus falle. Ja. Ich weiß, es gibt hier und da männliche Kollegen, die dann ganz schnell dabei sind, gerade Frauen auf die Traumaschiene zu schieben und im Erstgespräch da schon nach Gott weiß was für Situationen suchen. Das würde ich als Psychiater, der auch in der Klinik mit Traumatherapie gearbeitet hat, bin ich erstmal da ein bisschen zurückhaltender. Ja. Ich gucke erstmal, wie es läuft und was ist denn Sache. Und wenn jemand mir in der ersten Stunde von seinem Trauma erzählt, dann sage ich manchmal nein. Ja, stopp. Das spricht für dich. Wenn Sie nicht für sich selber sorgen können, dann tue ich das jetzt für Sie. Ja. Sie kennen mich gar nicht. Sie können doch gar nicht wissen, ob Sie mir vertrauen können und ob Sie mir das erzählen möchten. Ja. Ich weiß jetzt, da ist was. Das ist erstmal genug Information für mich. Wenn es für Sie so in Ordnung ist, sprechen wir da jetzt nicht weiter drüber. Können wir, das läuft nicht weg. Wunderbar, wir sind mit der Zeit schon drüber. Trotzdem möchte ich es noch einfach kurz zusammenfassen, dass man wirklich eben alle Aspekte mit einbeziehen muss und dass man eben auch wirklich sehr achtsam arbeiten muss, egal auf welche Therapie man dann anwendet. Und dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie man es benennt, einfach wie man rangeht, das ist viel wichtiger. Mhm. Vielen Dank, Alexandra, warst du wieder hier. War wieder sehr, sehr spannend. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich aus dieser Sendung rausnehmen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.